Ja, Boris Johnson war diese Woche in Kiew, der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz nicht. Unter anderem darüber wollen wir sprechen. Bei uns ist unser Kollege Luis Klamroth, der für uns die aktuelle Politik in Berlin begleitet. Und bei uns ist Johannes Vogel, der stellvertretende Bundesvorsitzende der FDP. Schönen guten Abend zusammen. Aber zunächst blicken wir einmal kurz auf die neuesten Entwicklungen zum Ukraine-Krieg. Tag 49 im Krieg um die Ukraine. Die aktuelle Lage der Menschen in den umkämpften Krisengebieten ist ernst. Die haben keine Nahrung, die haben kein Wasser, die haben kein Leben. Und Menschen und menschliche Körper werden einfach begraben, dort wo die sind, oder gar nicht begraben. Weitere Massengräber in den Vororten Kiews wurden entdeckt und immer mehr Gräueltaten kommen ans Licht. Wladimir Putin dagegen weist solche Vorwürfe zurück und spricht von ukrainischer Provokation. Während der russische Konvoi weiter durch die Ostukraine rollt, platzt der Besuch Steinmeiers in Kiew. Ich war dazu bereit, aber offenbar, und ich muss zur Kenntnis nehmen, war das in Kiew nicht gewünscht. Selenskys Sprecher betonte, man erwarte den Bundeskanzler Olaf Scholz in Kiew. Das haben wir auch so kommuniziert, dass mein Präsident und die Regierung sich darauf sehr freuen würden, wenn der Bundeskanzler Olaf Scholz Kiew besucht. Der kritisierte den Schritt heute und plant keine Reise nach Kiew. Die Regierung dort fordert von Scholz die Lieferung von schweren Waffen, wie Panzern und Artillerie. Es ist wichtig, dass der Bundeskanzler Olaf Scholz als Regierungschef der Ampelkoalition die Entscheidung trifft, die schweren Waffen an die Ukraine zu liefern. Und auch deutsche Politiker wie Robert Habeck sind für die Waffenlieferungen. Das heißt, alles, was der ukrainischen Armee jetzt hilft, muss schnell geliefert werden. Jetzt muss das Zeug darunter. Und so handeln wir auch. Auch die deutsche Außenministerin befürwortet den Wunsch Kiews. Bundeskanzler Olaf Scholz dagegen möchte keinen Alleingang Deutschlands ohne EU und NATO. Ja, Johannes Vogel, wir haben es gerade gehört vom Vizekanzler, der gestern gesagt hat, das Zeug muss darunter. Gemeint sind die schweren Waffen. Sehen Sie das auch so? Ja, ich sehe das so. Wir sehen doch, welche Gräueltaten die russische Armee dort verübt. Und man muss es ja mal ganz klar sagen. Wir sehen das, weil die ukrainische Armee, die russische Armee aus den Vororten von Kiew schon wieder zurückgedrängt hat. Und jeder Block in der Ukraine, Straßenblock, jeder Tag, wo eine russische Armee dort weniger beherrscht, umso mehr können wir Gräueltaten verhindern. Und das geht nur mit Waffen. Und deshalb braucht die Ukraine mehr Waffen, stärkere Waffen und damit auch schwere Waffen. Vielleicht können wir es einmal erklären. Was muss man sich unter schweren Waffen vorstellen? Ja, zum Beispiel Panzer, zum Beispiel Hubschrauber, über die gerade die Amerikaner, wir agieren da ja als Westen, als Allianz gemeinsam nachdenken. Zum Beispiel schweres Gerät, Panzerhaubitzen, dergleichen. Mhm. Also all das, was man sozusagen mit wirklich heftiger Kriegsführung verbindet, weil dort ein heftiger Krieg tobt. Und wir sehen, dass die russische Armee sich jetzt auf die Ostukraine konzentriert. Und das werden schwere Schlachten werden. Das wird ganz furchtbar und schwierig werden. Und wir müssen die ukrainische Armee dabei unterstützen. Aber der Kanzler Olaf Scholz zögert noch, hat das heute noch mal bestätigt. Warum? Also ich glaube, zur Wahrheit gehört, es ist nicht so ganz trivial, weil man kann nicht einfach irgendwas darüber schaffen. Das heißt noch lange nicht, dass das Material ist, was zum Beispiel ukrainische Soldaten bedienen können. Deshalb hat eine Kollegin von mir, FDP-Politikerin, die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses ist, zum Beispiel vorgeschlagen, dass man Osteuropa mit Waffen ausstatten kann, also EU-Partner, NATO-Partner, die noch Waffen aus sowjetischen Beständen haben, auf die ukrainische Soldaten geschult sind, die sie bedienen können. Und die können dann in die Ukraine geliefert werden. Also es ist nicht ganz einfach, man kann nicht einfach irgendwie was rüber schaffen und dann hilft das. Aber ich glaube, wir müssen es tun. Ich glaube, das ist, was Johannes Vogel sagt, ja total richtig, dass es nicht eine triviale Frage ist und man deswegen das genau planen muss. Aber was man ja vom Bundeskanzler erwarten könnte, auch zum jetzigen Zeitpunkt, ist zu sagen, will er das überhaupt? Also genau. Sich mal dazu zu äußern, aber nicht mal das macht er ja.
Wäre denn die Lieferung schwerer Waffen automatisch eine Kriegsbeteiligung der NATO? Nein, das wäre sie gerade nicht. Das ist ja, die Welt, in der wir leben, ist so komplex. Wir können nicht Kriegspartei werden, weil das die Gefahr eines Atomkriegs birgt. Und gleichzeitig kämpft die Ukraine einen Kampf für die Freiheit und wir müssen sie unterstützen. Aber das Völkerrecht ist da ganz klar. Russland hat einen Angriffskrieg gestartet. Ohne jeden Grund, die Ukraine, ohne jede Legitimation. Es gab vorher keinen Angriff der Ukraine oder dergleichen, die Ukraine überfallen. Und dann entfällt im Völkerrecht das Neutralitätsgebot. Das heißt, wenn wir teilnehmen würden mit NATO-Soldaten, dann wären wir Kriegspartei. Das darf nicht passieren. Aber wir können die Ukraine unterstützen, zum Beispiel durch Waffenlieferungen. Und das ist das, was sie gerade am dringlichsten braucht. Louis, heute wurde in Berlin wieder heftig diskutiert. Schwere Waffen, ja oder nein? Wie zerstritten ist die Ampel? Ja, ich glaube, die meisten sind sich eigentlich einig, dass es jetzt schwere Waffen braucht. Das ist zumindest mein Eindruck aus Gesprächen mit Politikern und Politikerinnen aus der Ampel. Aber wie Johannes Vogel schon gesagt hat, ist einfach eine sehr komplizierte Frage. Wie macht man es denn dann? Und ich glaube, da schrecken viele dann noch zurück, inklusive der Bundeskanzler, bevor nicht der komplette Plan steht, wie, was und wie viel, sich dann auch öffentlich dazu zu äußern. Aber ich glaube, der Druck wird jetzt auch einfach medial so groß werden, dass Olaf Scholz nicht mehr lange durchstehen kann, ohne zu sagen, ja, er will das, oder eben zu sagen, er will es nicht und dann mit den Konsequenzen leben zu müssen. Wie bewertest du denn seine Rolle bisher in diesem Krieg? Ja, er ist der Zögerliche, der Stille, der meistens als Letztes agiert. Das haben wir gesehen bei dem SWIFT-Ausschluss, das haben wir gesehen bei den Waffenlieferungen und das sehen wir jetzt auch wieder bei der Lieferung von schwerem Gerät. Mhm. Da wird er auch wieder der Letzte sein. Meine Einschätzung ist, er wird sich da auch fügen, mit den westlichen Partnern zusammen dann schwere Waffen liefern. Aber es lag dann wieder an Olaf Scholz und Deutschland, dass es so lange gedauert hat und dass wir so lange die Ukraine da alleine lassen. Jetzt kommen wir noch mal auf das, was der ukrainische Botschafter gestern auch bei uns im Spezial gesagt hat, dass er gesagt hat, Scholz ist herzlich willkommen bei uns in der Ukraine, aber der Präsident nicht, der Steinmeier nicht. Warum wird da überhaupt ein Unterschied gemacht? Naja, der Unterschied ist ja, dass Steinmeiers Besuch ein rein symbolischer wäre. Das wäre ein Handschlag, das wäre eine symbolische Geste, die sicher auch wichtig gewesen wäre. Aber wenn Olaf Scholz käme, dann würde er mit Waffen kommen. Mit dem kann man ja dann verhandeln. Was bringt der eigentlich mit? Ein Steinmeier hat ja kein Verhandlungsmandat. Der kann da nicht sagen, mit denen darüber reden, was bringen wir jetzt an Waffen oder nicht. Ein Scholz, mit dem setzt man sich an den Tisch und verhandelt dann. Deswegen ist ein Besuch von Scholz viel entscheidender, viel wichtiger. Und ich finde auch die Diskussion, die jetzt in Deutschland so herrscht, dass Steinmeier und Deutschland da brüskiert wurden. Leute, die sind im Krieg. Who cares? Lass uns mal darüber diskutieren, was die Ukraine jetzt an Hilfe braucht. Was sagen Sie? Ja, also ich hätte mir gewünscht, dieser Besuch hätte stattfinden können. Das war ja auch ein gemeinsamer Besuch des polnischen Präsidenten, der baltischen Präsidenten, unseres Bundespräsidenten. Aber ich finde, man darf auch erst mal annehmen. Und ehrlich gesagt, wenn man in den letzten Jahren mit Europäern in Polen, in Estland, in Lettland, Litauen zum Beispiel gesprochen hat, kann einen das nicht so sehr überraschen, dass es eine große Verärgerung gibt, zum Beispiel über die Energiepolitik Deutschlands in den letzten Jahren. Das, finde ich, dürfen wir auch mal als Feedback ernst nehmen. Am Ende sind solche Besuche sehr stark Signale. Signale sind wichtig, aber Waffen sind noch wichtiger. Und darum muss sich, glaube ich, jetzt die Diskussion darauf konzentrieren. Es war ja gerade eine Delegation aus dem Bundestag in der Ukraine. Unter anderem, Sie haben sie gerade angesprochen, Ihre Parteikollegin Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Was erzählt die? Also gibt es Hoffnung, dass man diesen Krieg mit diplomatischen Mitteln überhaupt noch lösen kann? Also ich finde es erstmal gut, dass da waren drei Ausschussvorsitzende, Verteidigungsausschuss, Europaausschuss und Auswärtiger Ausschuss, haben eine Einladung des ukrainischen Parlaments angenommen. Weil ich finde, ich meine, was uns von Putin unterscheidet, ist Demokratie und Freiheit. Und dass dann zum Beispiel nicht nur Regierungen miteinander reden, sondern auch Parlamentarier, das finde ich gut. Sie vermittelt nicht den Eindruck, dass dieser Krieg ohne ein militärisches Behaupten der Ukraine zu beenden wäre. Das glaube ich auch nicht. Es muss gelingen, dass Russland seine militärischen Ziele nicht erreicht. Das ist die Voraussetzung für Frieden.